Bonjour. Wo ist denn die zweite Hälfte von dem Balken hin? Ja, wer das Video letzte Woche gesehen hat, weiß, der Balken war ein ganzes Stück länger, aber echt super unhandlich hier in der Werkstatt. Die hatten ja sowieso so viel schon hier rumstehen. Wer den Werktag-Kanal abonniert hat, weiß, wovon ich rede. Deswegen habe ich den Balken schon mal einmal abgeschnitten. Das ist tatsächlich auch das, was wir jetzt als nächstes machen. Wir wollen ja aus diesem Balken eine Bank bauen. Und dafür müssen wir den Balken einfach jetzt nochmal kleiner schneiden. Das ist tatsächlich jetzt ganz angenehm, wenn wir jetzt messen. Ich wollte eigentlich 1,10 Meter haben. Es sind 1,11 Meter, die sich tatsächlich automatisch ergeben durch diese Schulter, die von einer ehemaligen Verbindung noch da ist. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich gar nicht so viel zuallererst, außer dass wir da hinten an der Schulter das Ganze erstmal kappen. Und dann wird es sehr, sehr lustig, denn sowohl das Kappen als auch das, was danach kommt, werden wir mit Handwerkzeugen machen. Wow, ein hervorragender Schnitt. Was ein Problem ist, wenn ihr merkt, dass ihr eigentlich richtig sägt, die Säge sich trotzdem so ein bisschen verhakt, dann holt die Säge mal raus. Meistens werdet ihr dann feststellen, dass die Zähne einfach zugesetzt sind. Das heißt, wenn ich hier sehr tief drin säge, dann ist natürlich sehr viel Sägezahn einfach mit Sägemehl voll. Das heißt, wir ziehen ja nicht mehr richtig durch, die Säge setzt sich also zu. Und das kann dazu führen, dass sie manchmal, obwohl wir sie richtig führen, so ein bisschen diesen Wackler macht. Also das hängt nicht immer nur mit der Technik zusammen, manchmal auch mit zugesetzten Zähnen. Denn wir sehen, dieser Schnitt wirklich hervorragend. Mit einer Katarba geht das super. Die ist nämlich schön hart, hat aber hinten keinen Rücken. Ich bin leicht außer Atem. Das Schöne kommt erst noch. Jetzt müssen wir diesen Kollegen einmal so auftrennen. Das wird Arbeit. Aber wir gucken mal, ob wir mit der großen Säge mit dieser hier eventuell ganz gut vorankommen. Wir wissen ja schon oder merken, gerade bei solchen Nadelholzbäumen ist es so, dass manchmal doch echt sehr grober Staub entsteht. Grobes Sägemehl, das ist ja eigentlich ein Querschnitt. Das heißt, eigentlich haben wir hier weniger große Späne. Trotzdem setzt sich die Säge schnell zu. Diese Säge hat sehr, sehr große Zähne. Der Spanraum, also aber hier zwischen, ist nicht ganz so groß. Das heißt, es kann sein, dass wir auch bei diesem Längsschnitt vielleicht etwas Probleme kriegen. Aber das wissen wir nur, wenn wir einfach mal volles Mett loslegen. Das heißt, wir zeichnen uns jetzt einmal ganz grob an, wo wir langsägen wollen. Dann testen wir einfach mal, mit welcher Säge wir am besten klarkommen. Wir testen diese hier, die Katarba und die Ryoba, wechseln uns ab. Ja, und ich kann mich wohl nicht mehr davor drücken. Los.
Herr Jesus, das war doch etwas anstrengender als gedacht. Ist ja auch ein ganz schön fetter Balken gewesen. Aber, und das auch nochmal direkt als Motivational Speech Wednesday, es gibt keine Ausreden. Ich habe keine Maschine, dann musst du die Maschine sein. So doof das klingt, aber gehen tut natürlich alles. Was man jetzt schon mal sieht, wir haben jetzt hier bei dem einen Stück, wo wir uns letzte Woche über den Zapfen unterhalten haben, den Zapfen jetzt sehr schön von beiden Seiten. Das ist also echt ganz spannend. Das ist auch etwas, was Hanna wichtig war, dass wir das als Detail drin lassen. Puh, ich muss erstmal was trinken gleich. Was wir jetzt machen, wir richten von Hand ab. Nein, machen wir nicht. Wir richten mit der Maschine ab. Möglich wäre es aber natürlich. Wir machen es jetzt aber in diesem Fall nicht. Und wir wollen jetzt schon mal überlegen, welche Seiten wir später oben in der Sitzfläche haben wollen, weil das legen wir jetzt ja beim Abrichten auch so ein bisschen fest. Ich würde mal sagen, dass wir gucken, dass wir diese beiden Seiten oben haben. Wir sehen schon mal, dass das jetzt auf den ersten Blick, das seht ihr jetzt so auch, zwei Teile geworden sind, die gar nicht so gleich sind. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, wenn wir bei so einem gespaltenen Balken an so einem Rand hier unser Streichmaß oder was auch immer oder unseren Kombiwinkel langführen, dann wird er natürlich, wenn wir solche Risse haben wie hier, völlig unterschiedliche Maße haben. Das liegt einfach daran, dass der Balken hier oben, wo er noch zusammen ist, 13,4 und hier hinten, wo er ganz auseinander ist, 13,8, völlig verschiedene Maße hat. Und je nachdem, wie weit er auseinanderspringt, desto mehr verändert sich unser Maß. Und da wir das auf allen Seiten haben, kommt das jetzt so zustande. Wir wollen jetzt, wie gesagt, erstmal abrichten. Dabei gibt es ein, zwei Kleinigkeiten, auf die man achten sollte, vor allem auch beim Dickehobeln. Aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen erstmal rüber. Wenn wir jetzt solche Teile bearbeiten, die so massive Risse haben wie hier, dann müssen wir auf ein paar Sachen einfach achten. Eine Sache, die wirklich sehr gefährlich ist, dieses Stück kann theoretisch, wenn wir genug Material irgendwo abtragen, einfach in der Mitte durchbrechen. Das darf natürlich im besten Fall nicht passieren, wenn wir gerade hier drüber sind. Es ist nicht so schlimm, weil wir haben ja hier eh die Abdeckung, wir haben die Hand nicht in der Messerwelle, aber wir müssen so ein bisschen darauf hören, wenn wir merken, oh, das fängt ganz komisch an zu knarzen und zu knacksen, könnte es natürlich sein, dass so ein Stück einfach durchbricht. Das heißt, darauf müssen wir wirklich achten. Das ergibt sich, wie gesagt, durch die Risse, die wir schon haben, durch die Form von Holz, die wir haben. Worauf wir auch achten müssen, dieses Stück hier, das seht ihr jetzt nur so halb, haben wir uns letztes Mal angeguckt, das ist der alte Zapfen. Wenn wir den jetzt so nach unten rausstehen lassen, wie so ein Messer, und den in die Hobelwelle rammen, dann wird die Hobelwelle höchstwahrscheinlich dieses Stück hier einfach rausreißen. Das muss man immer beachten, wenn man sozusagen guckt, wie rum richte ich ab, wie rum hoble ich. Da muss ich darauf achten, dass mein Messer am besten gegen so eine Sache läuft. Das heißt nicht so hochgeklappt, sondern dann genau andersrum. So, dann drückt sich das Ganze einfach flach und andersrum kann es hier nicht rausgedrückt werden. Es sind Kleinigkeiten, die aber große Unterschiede machen. Wenn ihr das nicht checkt, auf gut Deutsch gesagt, dann kann es natürlich sein, dass die Maschine euch einfach große Stücke aus eurem Holz rausreißt und ihr denkt euch, hä, ich richte richtig ab, mein Messer ist scharf, was mache ich falsch? Ganz einfach, ihr habt euch euer Holz nicht richtig angeguckt und wisst einfach nicht, auf was ihr achten müsst. Deswegen achten wir da drauf, wir gucken von unten, da sehen wir jetzt natürlich nichts, ich habe ja hier gerade lang gesägt. Insofern können wir jetzt einfach erstmal abrichten und beim dicken Hobel gilt dann, wie gesagt, genau das Gleiche, darauf achten, dass wir nichts rausreißen. Jetzt habt ihr einmal gesehen, dass tatsächlich dieser Zapfen sich einmal rausgedreht hat und volle Möhre in die Hobelwelle geknallt ist. Ist das schlimm?
Es geht so. Es ist natürlich kein super toller Moment. Man muss erstmal überlegen, was ist gerade passiert. Und man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, warum machst du das dann, wenn das gefährlich ist? Es ist, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen natürlich abschätzbar, was passiert. Wichtig ist, euch das zu zeigen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch gerne mit solchen Altholzmaterialien arbeiten. Und es ist ganz wichtig, dass ihr versteht, was dabei passieren kann und wie man damit umgeht. Solche beweglichen Teile drin zu lassen, das würde ich tatsächlich nur machen, wenn ich sehr viel Erfahrung habe. Einfach weil so ein Moment natürlich, wenn ich dann nicht richtig reagiere, relativ gefährlich sein kann. Es muss einem einfach klar sein, was passieren kann. Ich habe es ja im Vorfeld einmal gesagt, mir war also klar, was passiert oder passieren kann. Wichtig ist, dass das bei euch auch so ist. Ich weiß, Altholz kann ein tolles Material sein, wo man leicht rankommt, aber durch die Vorbelastung, die es vielleicht teilweise hat und auch durch die starken Risse, die es aufweist, kann es halt relativ problematisch in der Verarbeitung sein. Was nicht so problematisch ist, jetzt können wir endlich den dicken, fetten Dickenhobel ausprobieren. Das wird einfach nur geil. Das Absaugsystem, falls es jetzt noch nicht so gut funktioniert, ich habe es noch nicht getestet, habe ich bei Werktag schon gesagt, das müssen wir noch umbauen, aber wir wollen auf dicke hobeln. So, das heißt, wir stellen jetzt hier wunderbar elektronisch die Höhe ein und jagen die Dinger dann mal da durch und schauen, wie schön das wird. Ich sag's nochmal, es kann passieren, dass dieses Teil gleich rausfliegt. Deswegen nochmal für alle, wir müssen das auch nochmal woanders besprechen. Hier hinten, wo wir reinschieben, beziehungsweise da, wo ich dieses Teil reinschiebe, werde ich nicht stehen. Weil wenn es rausfliegt, dann wird es mit ziemlicher Kraft rausfliegen. Also nachdenken, machen. Mir war immer klar, dass irgendwann die Rache kommt und mich so richtig erwischt. Letzte Woche habe ich noch mein Lieblings-Epoxy-Gesicht gemacht und mich darüber gefreut, wie blöd ich Epoxy finde. Nun haben wir heute beim, also nochmal, ich finde Epoxy blöd im River-Table-Trend. So. Nun kommen wir heute zu diesem Projekt. Wir haben jetzt hier etwas freigelegt, was eigentlich klar war, dass wir es freilegen. Mir war aber nicht klar, dass es so cool aussehen wird. Wir haben jetzt ja diesen Holznagel ja eigentlich fast komplett freigehobelt und auch den Zapfen, den der Holznagel hält, fast komplett freigelegt. Also wir können wirklich die komplette Konstruktion sehen. Und das ist eigentlich etwas, was super schön ist. Jetzt ist nur die Frage, wie retten wir das? Das ist ja die Sitzfläche. Das heißt, wir können das auch nicht einfach so offen lassen. Wenn ich jetzt hier zu doll drücke, dann drücke ich den Zapfen raus, was schade wäre. Ja, Kinder, seht ihr, in was für einer Zwickmühle ich bin? Epoxidharz wäre tatsächlich, und ich mache das ja auch bei Astlöchern manchmal, jetzt eine gute Möglichkeit, klar das Ganze auszugießen und das zu stabilisieren. Nun ist es aber so, dass ich eigentlich kein Epoxy-Freund bin und wie gesagt gerade letzte Woche wieder mein Lieblings-Epoxy-Gesicht gemacht habe. Kinder, was machen wir? Ich weiß es nicht. Ich würde das wirklich gerne retten, einfach weil das so schön ist. Und es gibt ja noch das, was viele von euch vorschlagen, Shellac.
Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das nicht wirklich stabil genug ist. Das ist wie das Wood Repair Zeug, das härtet zwar auch aus, aber wir brauchen hier schon eine wirkliche Verbindung. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was wir jetzt machen sollen. Deswegen dürft ihr entscheiden, was machen wir. Tatsächlich würde ich in diesem Fall Epoxidharz als Variante in Betracht ziehen. Einfach weil, und dafür drehen wir das mal so ein bisschen um, wir ja hier einfach auch wirklich eine sehr, sehr große offene Fläche haben, die irgendwie vollflächig stabilisiert werden muss, einfach damit wir das Teil nicht rausdrücken. Was ich auch schön finde, ist, wie sich das beides jetzt hier wieder absetzt. Also wir haben einmal hier das Zapfenloch und hier haben wir das Ende vom Zapfenloch. Das ist nicht gerade schön gemacht, der Zapfen, aber wir sehen es. Tja, wir haben jetzt nur ein Problem. Wie gesagt, es war mir immer klar, dass sich irgendwann das Schicksal auf ganz fürchterliche Art und Weise bei mir rächen wird. Jetzt hat es das. Das heißt, da müsst ihr jetzt überlegen, was machen wir? Wie sollen wir das aufgießen? Beziehungsweise, wie stabilisieren wir das am besten? Tja, denkt mal nach. Wer jetzt sehr, sehr genau hingeguckt hat, der könnte gesehen haben, beziehungsweise wahrscheinlich nicht, was passiert ist. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe beim Sägen noch einen Nagel in dem Balken entdeckt und habe ihn entfernt. Warum sage ich das? Naja, eigentlich, und das meine ich auch ganz ernst, war ich mir ziemlich sicher, dass ich diesen Balken ziemlich gut abgescannt habe. Gut, beim Sägen ist mir nun dieser Nagel aufgefallen. Haha, was ihr nun aber mit Adleraugen gesehen haben könntet, ist, da war noch eine Tackernadel im Holz. Was bedeutet das? Richtig, ich habe direkt eine Metalltackernadel in meinen komplett neuen dicken Hobel geschoben. Nein! Was bedeutet das? Ja, ich muss tatsächlich an einer Stelle die Messer schon drehen. Wie lange haben deine Wände Messer gehalten? So in etwa 15 Minuten. Das ist tatsächlich echt richtig blöd. Was ich auch schon gemacht habe, tatsächlich direkt in dem Moment, als ich das gesehen habe, bei Amazon einen kleinen Metalldetektor bestellt. Einfach, ihr hattet es empfohlen, ich kenne den Trick selber. Ich war mir sicher und wir sehen in diesem Fall, Überheblichkeit führt zum Fall. Irgendwie so, wer sehr hoch steigt, der fällt sehr. Keine Ahnung, jedenfalls, ich habe einen Fehler gemacht und das ist ziemlich nervig. Ich gebe euch das so nochmal mit auf den Weg, einfach weil ich es jetzt falsch gemacht habe. Macht das mit dem Metalldetektor. Guckt einfach nochmal. Das war jetzt wirklich eine ganz, 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 ganz kleine Tackernadel eigentlich. Aber die saß so gut in dem Holz drin, ja, dass sie halt das Wendemesser einmal geschrottet hat. Das Schöne ist, dass es Wendemesser sind. Dazu kommen wir demnächst auch nochmal, denn wir müssen uns leider, was heißt leider, zum Glück, das Thema Dickenhobel nochmal sehr genau angucken. Das werden wir aber irgendwann anders diese Woche machen. Bitte denkt dran, mir zu helfen, wie wir dieses Loch füllen. Denn bis ich das weiß, beziehungsweise solange ich es nicht weiß, kann ich nicht so richtig weitermachen, weil ich einfach nicht genau weiß, wie wir das füllen. Und das hat schon Auswirkungen auf die restliche Konstruktion. Also helft mir. Wir sehen uns spätestens am Freitag hier auf dem Kanal wieder. Morgen sehen wir uns bei Werktag. In diesem Sinne könnte das ein super Klöpfel sein für die Stemmeisen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Oder? Ein Hut steht mir nicht gut.